Ihr Lieben, recht herzlich willkommen zu einer schönen neuen Folge Sons of the Forest hier bei uns auf dem Kanal und das Ganze im Koop, also nicht nur ich alleine mit Kelvin, sondern Dani rennt auch noch im Busch irgendwo rum und verjagt die Waschbären da hinten. So, wir sind Waschbären und Vögel in Bäumen. Jawohl, wir sind immer noch beschäftigt mit Bauen, 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 denn ne, ein trautes Heimglück allein macht man hier so schön. Deswegen müssen wir hier bauen, 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 bauen. Naja, es ist ja auch, also wir müssen noch ganz viele Sachen, zum Beispiel brauchen wir auch noch diese Aussichtstürme, ja, damit wir über unsere Mauer drüber gucken können, wenn die Bösen kommen. Jo. Die hatten wir ganz am Anfang in der ersten Folge ja auch und die sind richtig cool. Und man kann da genau drüber gucken, ne? Ja. Das ist, lohnt sich, die hinzustellen, weil von da oben kann man nämlich tatsächlich auch mit Pfeil und Bogen runterschießen. Das ist richtig. Kriegt man schon irgendwie aber alles hin. Die brauchen ohne Ende Holz. Milliarden Tonnen Holz brauchen die. Ja. Yeah. So, kriege ich das hier nochmal durch, ja, ne? Zack. So ein paar schöne Fensterläden. So. Komm her. Du auch noch. Das soll wohl auch eine isolierende Wirkung haben. Oh, das geht da innen auf. Das ist natürlich blöd. Nee. Du musst deine Architektur vielleicht nochmal überdenken. Kann sein, ja, ja. Du lässt dich nicht fällen, oder was? Was ist mit dir? Ja, die muss ich von innen anbringen, ne? Oh, was fliegt denn da rum? Hui! Sieht nett aus. So, jetzt ab, oder? Ja, siehste. Es geht doch. Wisst ihr, man muss nur wollen. Wir sind doch stets bemüht. Nur vom Feinsten. Upsala. So, das kommt weg. So, komm her. Dann machen wir mal hier weiter. Wir müssen ja auch eine Treppe bauen oder sowas, ne? Früher oder später. Aber erst einmal so hin. Sehr gut. Sehr gut. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Einfach schwimmen, schwimmen. Kondor kreist schon wieder übers Gebiet hier. Wo rennt der schon wieder hin? Der macht doch bestimmt schon wieder Pause, oder? Ich weiß nicht, was er macht, aber irgendwas Vernünftiges wird es jedenfalls nicht sein. So, wir müssen das hier erst einmal hier ein bisschen, ne? Ein bisschen schicken. Weitermachen. Ja, wo machen wir dann die Treppe hin? Das müssen wir uns noch überlegen. Schauen wir mal, wenn es soweit ist. Da, 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 da. Kommst dahin? So ist das schön. Flop, flop. Ist vielleicht ein bisschen überdimensioniert, die. Warte mal, das müssen wir doch so machen. Ja, wir stellen das dann erstmal hin. Ich ziehe dann die einzelnen Dinger alle raus. Aber erstmal muss ich, glaube ich, Holz runterschicken, ne? Wir laufen ja hier nicht, weißt du das? Also, wir laufen doch hier nicht. So. Ja, das klingt wie in einem Holzfällerlager, Leute. Herrlich. So. Nick, schnack. Ja, und ich habe es ja auch schon beim letzten Mal gesagt, sobald uns Virgi vertraut, kriegt die natürlich gleich die volle Bewaffnung, ne? Genau, da muss ich dann nochmal rüber in das Boot, damit ich dann... Weil normal gebe immer ich ihr die Waffen. Ja, leg rein, komm. Lass dich nicht aufhalten von mir. Wie immer nach vorn stolpert, weißt du? Beim Ablegen. Der arme Kerl, weißt du. Ich da noch was rein? Ja, müsste reichen. Das reicht erstmal wieder. Hateful Widow. Warum hateful? Was denn los, Mensch? Grüß dich. Hallo. Ihr habt aber auch immer interessante Namen, ja, ehrlich. Ja, aber echt. Also an Kreativität mangelt es unserer Community nicht. Nein. Das muss ich schon sagen. Also. Sehr schön. So, zack. So, jetzt wird erstmal das in der Mitte hier weitergebaut, genau. Und dann kann ich ja mal gucken, wie ich das irgendwie alles da nach oben kriege. Drum, drum, drum. Geh da hin. Ich will immer mit Rechtsklick setzen, aber es geht gar nicht. Das geht doch gar nicht. Oh. Hat sich so ergeben.
Ja, der Spot ist eigentlich ganz gut. Ich finde ihn jetzt nicht schlecht. Jo. Ja, irgendwann, wenn man das Bausystem vielleicht besser beherrscht, dass man sich da noch oder vielleicht eine zweite Base irgendwo hinbaut oder so. Ja, so aufs andere Ende von der Insel zum Beispiel, damit man nicht immer hin und her laufen muss. Genau. Und sich vielleicht auch gelegentlich mal. Also das hatten wir bei. Ups. Das hatten wir bei The Forest damals auch. Ja. Also da hatten wir ja die ganze Insel mit lauter kleinen Hütten und die alle verbunden mit einer mit so Hängebrücken. Also das war total irre. Ich weiß nicht, was wir da Zeit verbracht haben in The Forest. Och, das war viel. Das war wirklich viel. Ja. So, jetzt muss ich mal überlegen, wie wir das jetzt hier weitermachen. Und dann der große Schock. Da überlebt man die ganze Zeit mit Fackeln und was weiß ich. Und auf einmal kommt man da in diese moderne Welt. Das war wie so ein Kulturschock. War lustig. War lustig, ja. Jo. Ich schmeiß übrigens meine Baumstämme alle da über den Zaun, ne? Also nicht, dass du erschrickst. Ich erschreck doch nie. Nie. Nie, nie, nie. Warte mal, wir müssen jetzt hier ein bisschen... Wie mache ich das jetzt am blödesten? Irgendwo hinbauen, wo es nicht nervt. Das könnte man eigentlich... Ah, warte mal. Moment. Ein Moment. Da, 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 da. Ich hätte halt gerne eine Treppe hier hingebaut. Irgendwie geht das nicht. Müsste doch gehen. Oder stelle ich mich gerade wieder an wie der erste Mensch hier? Oh, cool. Mach doch mal, wie ich das will. Sag mal. Ging denn das? Was, ihr habt einen See eingezäunt? Schräg setzen, ich würde es gern, ja, aber will er nicht. Ist hier schräg setzen? Nee, hier kann ich nirgends was setzen. Nee, er will mir die ganze Zeit nur die Dinger geben. Hier macht das so. Den oberen weg. Welchen meinst du? Den da? Nee. Böbböbböb. Aber da habe ich doch kein Dings mehr hier, wisst schon. Oder den da weg, meinst du, ne? Und dann bauen, oder? Ja, warte mal. Ein Moment. Ich hätte überhaupt keinen Bock. So, warte, ich mache erstmal hier zu. Ja, die oberen links und rechts, so eine senkrechte und dann schräg. Ah, warte mal. Warte mal. Die Möwen. So, der hat jetzt alle beide gleich genommen. Warte mal. Ich nehme mal nur einen. Hier könnte ich es machen, ne? Ah. Ja, warte mal, ja, warte mal, ich habe da schon eine Idee. Mal so. Mal hier. Jetzt. Ah. Davor wieder Schreinermeister höchstpersönlich hier. Geh mal dahin. Du kommst nochmal her. Genau so. Jetzt. Na, geht doch. Man muss nur lang genug jammern. So, warte mal. Pitbull, dir auch noch einen schönen Abend. Danke, dass du dabei warst. Danke. Ich okay. Muss mal wieder... Ich schönen muss mal wieder, Abend dir noch. Jetzt wieder Holz runterschicken. Es wird euch ein bisschen knapp. Was schmeißt denn du da über den Zaun? Ich hab das doch gesehen. Hab ich doch gesagt, ich schmeiß meine Holzpfähle darüber. Da muss schon eine ganze Berg liegen eigentlich. Elvin schleppt die alle von da unten hier hoch. Oh, das ist aber ziemlich dumm. Ja, das ist Kelvin. Aber sieht interessant aus, was du da machst. Ah ja, das sieht nett aus, ja. Aber Kelvin, unser Held, ne, der... Ja, sagt ihm nicht, er soll da unten das voll machen? Nee, dem ist wurscht, der holt alle Stämme.
Aber warte, ich versuch's. Nein, aber du hast doch unten auch ein Ding zum Füllen. Ja, ich fülle schon. Weil dann, ja, aber das ist doch dämlich, wenn der die jetzt von da unten nimmt und die da hochbringt. Ja, macht er. Ja, dann sag ihm doch bitte. Mann. Nee, kann ich ja nicht. Dann hört er ja auf, Sachen zu erledigen hier für uns. Schmeißt da nichts mehr hinter. Dann kannst du ihm nicht sagen, er soll es woanders hinbringen, als da oben hin? Er ist wurscht, ihm ist das egal. Er füllt jeden Behälter, den er findet. Weißt du? Ihm ist das völlig wurscht. Das ist ja anstrengend mit dem Typen, ehrlich. Ah, der ist nun mal nicht der Hellste. Ja. Nee, lass einfach liegen, der holt die sich schon zusammen. Alles gut. Das kann er gut, weißt du? Der super Vogel, ja. So. Siehst du, jetzt schleppt das wieder hoch. Oh Mann. Ist halt Kelvin, richtig. Ist halt so, wie es ist. So. Ist das schön. Na, siehst du, geht doch. Oh. Kommt Zeit, kommt Kelvin. Na wunderschön, da haben wir doch schon ein Stück geschafft. Hallo Möwe. Peppels, dir auch einen schönen Abend. Jo. Danke, dass du dabei warst. Danke. Wir machen jetzt mal hier eben weiter. Warte mal. Kann ich doch den auch rausnehmen? Dann also jetzt geht's aber schon, es muss aber schon weit laufen, gell, für Holz. Ja. Kelvin, das ist mein. Gib her. Nein, nimm dir selber deine Stimme. Der ist so furchtbar, der Kerl. Das ist egal. So, warte mal, dann. Ja, dann können wir das doch erstmal. Ach, hier kann ich gar kein. Ach, so. So wollte ich das haben. Ist doch nett. Ich fand das jetzt nett. Ja, nee, ich werde hier draußen jetzt angegriffen in der Wildnis. Wer greift dich denn an? Naja, weiß ich noch nicht, aber ich bin schon echt weit weg von der Basis jetzt. Das tut mir sehr leid. Ich fühle mich ganz alleine hier draußen. Ja, aber... Kann man auch stützen, ja. So mit dem Bausystem, ich bin noch nicht so richtig warm damit, aber ich werde langsam... Scheint dir völlig egal zu sein, dass ich hier draußen alleine bin. Na, so völlig dich. Hä? Aber ziemlich, ne? Achso, das war ein Brett. Achso. Wir haben auf dem Berg bald keine Bäume mehr. Ach komm, sag doch nicht sowas. Die wachsen doch nach. Das ist doch ein nachwachsender Rohstoff, hm? Ja, wir kriegen das schon. Wie lange dauert das Nachwachsen? Ich weiß nicht. Naja, es geht schon. Also es ist jetzt nicht ewig, also... Ich sag ja, beim letzten Mal war da war alles kahl dort. Da war kompletter Kahlschlag, der ganze Berg. Weiter. Die Möwen kreischen hier rum. Naja, aber der ist ja immer noch sehr kahl, der Berg, oder? Tja. Hier wird halt gebaut, weißt du? Weg damit. Da hast du natürlich auch recht. Ihr habt so gute Vorschläge manchmal. Ihr seid manchmal echt so gut. Wie kriegen wir das hin, das Dach? Also wir wollten ja sowieso eine zweite Etage machen, da muss ich das so machen. Das nützt ja euch nichts. Oh, der Winter kommt, ja. Da habt ihr aber ganz schön recht. Ja. Ja, was hast du denn jetzt schon wieder gefunden? Gibt's ganz viel Schafgarbe. Achso, ich dachte, du hast was zum Zähmen gefunden. Das wäre natürlich blöd, ne? Hier? Ja. Ich wusste gar nicht, dass es mein Foto ist, dass man hier was zähmen kann. Deswegen sage ich ja, ne? Du findest in jedem Spiel irgendwas so, ne? Jetzt sei mal nicht so, weißt du? Macht der Kelvin eigentlich was oder ist der... Ich habe keine Ahnung. Ich hack Holz. Du hast gesagt, hack Holz und das mache ich. Na gut. Ah. Und du hast auch gesagt, lass alles liegen. Auch das mache ich. Lass alles stehen und liegen. So, wie kriege ich denn das? Ich müsste es. Kriege ich ja noch irgendwie eine Spitze hin oder so? Ja, so wollte ich das machen, genau.
Naja. Na gut, das geht. Na gut. Oh, die Nacht bricht herein. Blah. Aber wir haben ja immer noch kein Bett eigentlich, gell? Nee, können wir uns nicht leisten. Wir haben zu wenig Rehe. Ja, Rehe, das ist ja auch nochmal so ein Ding. Weißt du, wenn man eine Schrotflinte hätte, hätte man auch ganz viele Rehe. Oder irgend so ein Scharfschützengewehr. Weißt du, hier gibt es ja auch ein neues Gewehr. Ja, ich weiß ja nicht. Keine Ahnung. Ja, ja, ja. Das müssen wir uns halt dann mal holen, würde ich sagen. Ja, das ist aber in einer irgendeiner Höhle war das drin. Ich glaube, an dem See, an dem großen in der Höhle. Ach, Schelle, du bist wieder da. Ja, du, wir mussten Ark leider abbrechen. Ja. Weil... Ark kaputt. Ark ist kaputt. Ist ganz schön Ark kaputt. Genau, wir konnten zwar Tiere fahren lassen, aber wir konnten die kleinen Tiere dann nicht nehmen. Jo. Und auch nicht zähmen. Und haben uns dann dafür entschlossen, das erstmal wieder abzubrechen. Ja. Schweren Herzens. Und dafür... Das ist leider so, ja. Genau, das Bauamt ist am Werk. Kannst du laut sagen. Ah, schön. So, warte mal. Wir müssen mal hier auch ein bisschen... Ich bin gerade echt erschrocken, weil hinter mir was gelaufen ist, aber dann habe ich gesehen, dass es ein Schlafanzug war. Ja, ist richtig. Unser wandelnder Schlafanzug. Ja, Ark ist Ark, ja. Das ist Ark. Ja. Leider. Wir hatten ja eigentlich schon richtig Bock auf Ark, aber es ist halt echt... Manchmal will es einfach nicht. Es ist halt, naja. Oi. Die Holzproduktion, die stockt ein bisschen, oder? Kann das sein? Also an mir liegt's nicht. Hier liegen tausende von Dingern von Holz rum. Was? Überall. Ist der Dumme wieder schuld? Ja, würde ich schon sagen. Ja. Oh. Bist du angegriffen? Hat mich jetzt, weiß jetzt nicht, entweder hat der Baum mich umgeworfen oder mich hat jemand angegriffen. Hm. Es war wohl der Baum. Ich beobachte dich. Lass dich nicht angreifen von dem Gehölz. Ich sag's dir. Ich bin vom Baum umgeworfen worden. Na, so, jetzt hast du es. Sachen machen die hier in dem Spiel. Das geht doch gar nicht. Warum machen die das? Warum macht der Baum das? Ich kann's dir nicht sagen. Achso, hier muss hey, ich so. Ich ja, weiß gar nicht mehr, wo ich jetzt noch Bäume schlagen soll. Ich schau mal, wie weit weg das schon alles ist. Kannst du dir doch auch nicht sagen. Hey. Oh. Hier das Zeug rumwerfen, das tut doch weh. Naja, aber er schleppt noch, oder? Was macht der? Ja, es ist ja, der ist gerade an mir vorbeigegangen mit Holz, aber... Okay. Hat halt jetzt schon ganz schöne Wege, ne? Das ist halt... Der ist doch noch jung. Er schafft das schon irgendwie. So, wir kriegen doch auch so Lampen, können wir doch auch bauen, ne? Wir haben ja noch ein paar Schädel haben wir noch, ja. Sollen wir wenigstens was schon mal sehen? Aber hier oben in dem Lager ist... Oh, was denn? Naja, ich schick dir die mal runter. Jo. Genau, hier soll ja die Terrasse hin, da brauche ich ja nicht irgendwie großartig was machen. Pixie Bio. Wunderbar. Da, 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 da. Sag mal, warum schmeißt er das Ding denn immer aufs Dach? Der ist doch nicht normal. Hui. Ah, sieht gut aus. Wir brauchen mehr Leute, die Holz holen. Oh je. Schon dunkel. Ich brauche eine Baulampe. So, wie sieht's denn aus? Können wir irgendwie die Leine weiter nach oben spannen? Da oben in den Wald rein? Ich nicht, naja, weil hier unten ist halt kein Baum mehr, ne? Es ist halt... die alle aufgegessen. Sag mal, drehst du dich auch manchmal um so beim Bauen? Kannst Nein. du mal gucken, wie es hier ausschaut? Viel zu konzentriert. Ja.
Komm her. Ja, ja, ich sehe das schon. Das sieht ja, oh, das ist wieder schon. Naja, na, dann, ich weiß nicht, dann müssen ob wir das wirklich siehst. Das Ding umbauen. Wo ist denn die? Kann ich die hier? Nee, kann ich nicht. Die muss ich oben abmachen. Oder? Warte mal. Nein. Das sollte so nicht sein. Ja. Ja, da müssen wir das umbauen. Ganz nach oben in den Wald. Nützt ganz nach nichts. Oben und kannst du vielleicht auch eine nach links bauen? Naja, wir müssen schon gucken, dass wir die Höhe behalten irgendwie. Naja, gut, der geht ja hier auch hoch. Irgendwo hier hinten. Naja, aber da oben ist natürlich noch mehr Wald. Und dann bräuchte man natürlich da oben auch ein Lager. Ja, ja, das kann ich oben hinbauen, aber ich habe halt die Befürchtung, dass die Seile nicht reicht. Wetter? Wetter? Hier so hin? Ja. Dann müssen wir mal die Teile holen, schnell, oder? Das ist ein Gelatsch hier. Pinkes Kelvin zwar, aber eindeutig. Bringst du auch mal ein paar Baumstämme mit? Ich hab hier oben welche. Also du musst die nicht da unten jetzt holen, weil hier sind genug Bäume, ne? Naja, ich muss es ja wegmachen, das steht ja dann im Weg, weißt du? Eine Einflugschneise. Da, 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 da. So, und dann muss ich das Baumlager schnell umbauen. Ja, hoffentlich reicht das von der Länge her, weißt du? Da muss man notfalls. Hoffentlich werde ich hier nicht bedroht von jemandem. Das ist viel schlimmer, weißt du? Das kann auch passieren, ja. Nein. Doch schon. Das will ich aber nicht. Kannst du deinen Baum selber hauen hier oben? Nein. So, wo haben wir denn den Quatsch hier? Nee. Jetzt ist er natürlich so nett gewesen und hat das schon hier eingesammelt. Wenn sich im Gebüsch hier irgendwas bewegt, dann hau ich sofort ab, ich sag's dir. Muss ich tatsächlich ein neues bauen. Oh je, jetzt wird Kelvin total überfordert sein. Warte mal, so ein Baumstammlager hier. Du machst dir echt Sorgen, Kelvin, ja, dass er was... ist klar. Ja, ja, ja. So, warte mal, da unten war die... Hallo, Virgie. Jetzt, wo ich die Axt... Die kommt immer, wenn ich eine Axt in der Hand habe. Das glaubst du nicht, ehrlich. Wo ist denn jetzt der ganze Quatsch hier? Da unten. Da, 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 da. Ich pack sie mal weg. Ja, da haut sie schon wieder ab. Und in die Hocke gehen. Ich habe keine Zeit für Hocken. So. Kelvin, du weißt Bescheid, ne? Du kennst den Weg. So, oder? Wo ist denn meine Kavömme? Das war die Nummer 6. Okay. Lade nach. Nee. Ja, okay. Hast du das Baumlager unten auch weggemacht? In der Mittelstation? Hä? Was? Wie? Wo? Unten? Ja, ja. Klar. Okay. Muss halt nur gucken, aber ich glaube, das wird zu lang. Wo haben wir denn den Punkt? Da ist der Punkt. Nee, müsste gehen. So, dann testen wir das mal. Müsste doch hinhauen, ne? Kelvin, gib Gas, komm. Du weißt, der Tag ist nicht ewig lang. Komm mal her, mein Schatz. Komm mal her. Pass auf. Ach, ist das jetzt schon dein Schatz, ja? Ja, ja, sicher ein bisschen. So. Attacke. Jawohl. Sehr gut. So, Virgie ist da. Soll ich in die Hocke gehen, ja, meinst du? Ja, ja. Sollen wir lieber was zu essen bringen? Hallo. Die nimmt gar keine Notiz von mir. Siehst du, ich hätte mich nicht hocken sollen. Die schaut, was wir da bauen, weißt du? So, Kelvin macht Dingsbums. Okay, das klappt.
Jetzt muss ich nur noch gucken, dass das auch da unten drin ist. Ja, oder? Mal. Ich hatte doch die anderen Dinger vorhin hier runtergeschmissen. Alle weg. Mensch, was ist denn hier los? Naja, aber das funktioniert. Okay. Sehr gut. So. Schauen wir mal. Schauen wir mal, ob einer guckt. Suppi. Na gut, einer hilft mir jetzt gerade nicht. Ja, Pink ist wirklich seine Farbe. Da habt ihr absolut recht. Das sieht nett aus. Aber wir brauchen unbedingt den Kosmonautenanzug für ihn. Da sieht ja, Virgie hatte im Sommer... Ja? Virgie hatte im Sommer immer ein Sommerkleidchen an bei uns. Genau. Und dann später hatte sie so einen roten Lackanzug an. Das sah auch ja, cool aus. Ja, das war auch nett, ja. So, Kelvin, gibst du mal bitte ein bisschen Gas jetzt. Es dauert einfach. Ich schick dir gleich, also er füllt ja schon hier fleißig. Ich schick dir das gleich runter. Naja, ich mach ja schon die ganze Zeit. Achso, du bist hier oben? Ich bin gerade hier oben, ja. Hi. Ich warte auf den Bupatz. Bong. Sehr gut. Ein bisschen dunkel im Wald, ja. Ich werde noch zur Profi-Holzhackerin. Ja, ja, das bringt ja auch Stärke. Das ist ja das Coole. Das ist ja nicht umsonst. Genau, ich habe sie nämlich alle um. Du nicht, ich schon. Ja, das, deswegen schicke ich dich in den Höhlen immer nach vorn, ne? Das weißt du ja. Sehr schön. Welche Stärke hast du denn schon? Wo sehe ich denn das? Über der Map, unten über der Minimap, hast du so ein Muskelsymbol. Ja. Da steht eine Zahl drin. Ach Gott, da, das kann ich ja kaum lesen. Das ist ja so klein. 18? Ach so, okay. Was hast du? 25. Wieso hast denn du so viel und ich so wenig? Na, weil ich ja hier wochenlang gearbeitet habe, hab an dem Zaun, weißt du? Boah, das ist ja voll fies. Nee. Das ist alles ich bin hier am Hacken und Machen und Tun, ja? Ja. Nee, nee, das ist schon alles richtig. Aber das sind Wege, die man hier zurücklegt, hä? Vielleicht holen wir uns einfach so ein Auto. Irgendjemand kann damit nicht fahren. Ich weiß nicht, wen du meinst. Ich hab's zumindest versucht. So, ich hab's versucht. Das stimmt. Ich war stets bemüht. So, machen wir mal erstmal den Deckel zu. Hä? Können wir das zumindest mal haben? Da, 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 da. Plopp. So. Ja, ich weiß gar nicht. Winter müsste ja nicht bald kommen, ne? Wir haben ja jetzt schon naja, so dazwischen lange sollte vielleicht auch noch Herbst sein. Nein. Wir gehen direkt in den Winter. Ja, die einrädrigen Dinger, die sind wirklich extrem nervig, ja, das stimmt. Also, das ist schon. Die sind schon, ja. Ich verdrehe mich immer im Kreis. Wobei Olli das besser konnte. Ja. Es geht. Aber also, so viel Lärm, wie ich heute hier im Wald mache, ja, kriegen wir heute Nacht bestimmt Besuch. Die sind das doch schon gewohnt von uns. Nee, glaube ich nicht. Ja, da müssen sie halt durch, weißt du, das ist doch mal so, wenn die hier die Holzindustrie aufschlägt. Ja. Schön. So schön. Hat lange nicht geregnet. Gibt es Wasser aktuell? Nö. Kein Tröpfchen Wasser haben wir. Ja, bald schon wieder ein Feuerchen machen zum Wasser abkochen, oder? Oder haben wir noch was? Warte mal. Ja, da hauen wir uns ein Döschen rein. Hier. Rein damit. Glück, 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 Glück. Sehr gut. Da haben wir ja Gott sei Dank so einen unbegrenzten Vorrat. So, ich komme mal wieder hochgeflitzt.
Boah, wo wir hier schon sind, ey. Warum mache ich denn das? Warum? Ja, mein Reden. Mein Reden. Was hat denn hier so geknallt gerade? Schießt du da rum? Nö. Nein. Könnte höchstens ein Baum sein, der umgefallen ist. Ich muss ja nicht laufen, wenn wir so eine Seilbahn haben hier, weißt du? Ja, ja, fauler Hund, weißt du? Richtig. Bong. So, jetzt habe ich aber einen Eingeborenen gehört. Ja. Hey, was ist denn hier los? Geh da hin. Einer hat schon Protest angemeldet. Dann komme ich mal hin, oder? Ja, wir könnten da sowieso schlafen, glaube ich. Wo denn? Wir haben ja gar kein Bett. Aber wir haben ein Silberplanenzelt. Ja. Da bin ich ja froh, dass es das Prinzip mit den Seilrutschen gibt hier, ne? Mit diesen einfachen Geschichten. Ja, Gott sei Dank. Wenn wir das nicht hätten und jedes Mal mit diesem Wagen loseiern müssten, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, so ein Einradding müssen wir sowieso besorgen später. Wenn wir, da gibt es einen Fallenbauplan. Der für so eine Häckselfalle. Und da brauchst du so ein Rad dafür, so ein Einrad. Aber die müssen wir erstmal alle finden. Das, boah, das wird sehr lang dauern. So. Hey, ich habe doch viel mehr runtergeschickt als die Viere. Hä? Das ist ja lustig. Das war beim letzten Mal auch schon so komisch. Sie. Ja, wenn es mal wegfällt, ne, dann ist es aber ganz unten. Ah, verdammt. Na, egal. Oh, die Sonne geht unter. Schlopp, schlopp, schlopp. Hier kommen wir noch durch, oder? Ja. Aber ich glaube, einen kriegen wir dann nicht mehr hin. Ne? Dann edeln wir uns an. Ah, verdammt. Mal hier. Nee, das wird nicht. Bong. Die kann man zumachen. Das ist ja süß. Wo geht das? Die Fensterläden kann man auch zumachen. Ja, ja, ich weiß es ja. Das weiß ich doch. Ja gut. So, da haben wir doch schon mal ein bisschen Fläche, oder? So, ich habe die Tür zugemacht. Wenn Kelvin rein will, dann hat er leider Pech gehabt. Nö, der schläft draußen. Der war ja bei den Pfadfinder, weißt du. Das passt schon. Ja. Hm. Hier fehlt noch eins. Oh. Na super. Warte. Ich hätte ja noch eins da. Genau, mir ist übrigens aufgefallen, dass die, dass die Möwen nur auf den Fisch gehen und nicht aufs Fleisch. Ja, hast du schon letztens erzählt. Grüß dich, Bitti. Ali, hallo, hallöle. So, da hätten wir das schon mal. Da siehst du, und hier eine Terrasse, wo du dann hier so schön sitzen kannst und ja, aufs Meer gucken kannst. Ja, auf das tote SWAT-Team davon. Da hinten ist Rauch im Wald. Ja, dann könnte ein Nachbar grillt. Ja, es ist ja mal dasselbe, ne? So, dann speichern, schlafen. Und wenn ihr das in Laune habt... Ist noch ein bisschen früh, oder? Ist nicht noch ein bisschen früh? Nee, nee, das passt. Dann sind wir jetzt wieder wach, wo es stockfinster ist wahrscheinlich. Das könnte sein. Warte mal, wie spät haben wir es denn? Ach ja, 16.40 Uhr erst. Nö, das geht noch. Es ist ein bisschen, ne? Ja. Aber ihr könnt ja, wenn ihr das in Laune habt, ein Like auf die Folge lassen. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge Sons of the Forest hier bei uns auf dem Kanal. Juhu! Juhu, bis zum nächsten Mal. Tschüss!